bin trotzdem wieder ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, wir hätten heute mehr verdient. Wenn du einen Spitzenreiter so dominierst, klar, die haben ihre Konterchancen, aber wir mussten aufmachen. Aber ich glaube, wir haben ein super Spiel heute gezeigt, vom Charakter her. Haben wir gezeigt, was in uns steckt. Ja, wieder nur ein Punkt, aber mit dem können wir gut leben gegen den Spitzenreiter. Aber trotzdem, glaube ich, hätten wir heute mehr verdient gehabt. Ja, ist natürlich wichtig, dass wir jetzt daheim auch, glaube ich, auch ein ganz gutes Spiel gezeigt haben und das erste Tor gemacht haben. Ja, schade, dass wir so unglücklich in Rückstand kommen. Ich glaube, wenn man so einen Elfmeter pfeift, dann müssen wir Hockey spielen in Zukunft, weil wo soll ich die Hände hinnehmen? Also das war sehr unglücklich, aber gerade deswegen oder trotzdem haben wir uns richtig gut zurückgekämpft und haben, glaube ich, eine klasse läuferische Leistung geboten und ja, am Tabelleführer das Leben ja richtig schwer gemacht. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. In der Beginning, wir haben ein bisschen passiv und zweite Halbzeit, wir haben gemacht besser und viel mehr Selbstvertrauen in das Spiel und wir haben viel mehr Chancen created und ich denke, was gut ist coming. Ich denke, ein Punkt gegen den Tabelleführer ist okay und wir haben viele Chancen created and I think it's coming more. I think we draw all the time. I think we show that we have good morale. We don't lose and ich denke, das war ein positives Match. Ich glaube, Bochum hat immer versucht, ihn rauszuspielen und mir haben wir versucht zuzustellen. Und das ist uns über weite Strecke gut gelungen. War natürlich viel Laufarbeit. Ja, deswegen war es vielleicht ein bisschen offener Schlagabtausch, ohne die ganz große Chance. Die haben wir zum Glück vermeiden können, also hinten. Und vorne glaube ich, dass wir ja wieder ganz gut dabei waren und das Glück auch erzwungen haben zu dem einen Tor. Und wenn wir so weitermachen, wir haben im nächsten Spiel mal 2 Schieße, 3 Schieße und dann auch einen Sieg einfahren. Ich versuche immer mein Bestes zu geben für die Mannschaft. Ja, und das ist für mich, so ist meine Art Fußball zu spielen. Ich versuche mich 100% da einzubringen, meinen Teil dazu beizutragen, so wie andere vielleicht ein bisschen mehr fußballerisch drauf haben wie ich. Aber ich glaube, dass wir da eine gute Truppe haben und deshalb haben wir heute den Punkt 100% verdient. Ich glaube, ja, dass wir einfach so ein Team sind, dass das nie aufsteckt und da, wo einer für den anderen rennt. Und das hat man heute gezeigt, wir sind belohnt worden, heute mit einem Punkt. Letzte Woche ein Punkt in Freiburg, heute gegen den Tabelleführer. Also es sind ja keine Bananen, die herkommen oder bei denen was spielen. Und das müssen wir uns alles hart arbeiten und da sind wir auf einem guten Weg. Ja, ich hoffe, wir bringen die Moral in das Spiel und Kampf. Und ich hoffe, dass wir 3 Punkte von Nürnberg holen können.